Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Ich muss mich entschuldigen, ich wollte im Wochentakt Videos präsentieren. Leider war ich äußerst beschäftigt und musste sozusagen einmal aussetzen und kann mich erst heute wieder an ein Video machen. Ein Video, das mir sehr am Herzen liegt. Heute Thema Herzensbildung als Rubrik und dort das Gegenteil einer tiefen Wahrheit ist auch wahr. Auf diesen Satz bin ich vor etwa einem Jahr gestoßen und er hat mich sehr beschäftigt und ich bin der Sache mal nachgegangen und auf einige erstaunliche Parallelen gestoßen. Also in dem heutigen Video verlassen wir also die urverdenkliche Zeit, die Zeit vor dem Beginn der Geschichte, wo der Mensch seine Geschichte aufgeschrieben hat. Im letzten Video waren wir 300.000 Jahre vor Christus, also sehr, sehr weit zurück. Das letzte, womit wir uns beschäftigt hatten, war, wenn ich jetzt auf den Flux Fabulator so schaue, war Aristoteles 384 vor Christus. Über das Losverfahren hatte er was geschrieben und er war der Lehrer Alexander des Großen, haben wir hier aufgezeichnet und das Älteste, was wir behandelt haben, war Pharao Necho II., 610 vor Christus geboren, hat den Auftrag zur Umrundung von Afrika erteilt. Und in der letzten Sendung hatten wir einen Zeitraum behandelt, bei dem wir auf dem Flux Fabulator sehr, sehr weit zurückgehen müssen und der eben unseren Zeitraum sprengt. Wir waren nämlich hier 300.000 Jahre vor Christus, der Homo sapiens entsteht als Art, 120.000 Jahre ein genetischer Flaschenhals entsteht, die Menschheit der Homo sapiens als Art reduziert sich auf 100 bis 1000 Menschen, 70.000 Jahre vor Christus. Genau, nochmal so ein genetischer Flaschenhals. Und um 50.000 passiert etwas ganz Besonderes. Der Mensch fängt an, kleine Kunstwerke zu schaffen, die er bei sich trägt als Jäger und Sammler. Man vermutet eine Genmutation, die die Sprache ermöglichte, das lange anhaltende, ausdauernde Sprechen ermöglichte, dass das der Auslöser war für diesen großen Sprung nach vorn, den man sich eigentlich nicht recht erklären kann. 12.000 vor Christus Ackerbau und Sesshaftigkeit beginnt und die herrschende Theorie ist bislang gewesen, der Mensch ist sesshaft geworden, hat die Dörfer gegründet, hat die Religion, hat der Religion Tempel gebaut und hat den Staat in seiner Urform angefangen zu bilden. Dann als aktuelles interessante Theorie die Ausgrabung in Göbekli Tepe, wo vermutet wird, dass Jäger den ersten Tempel gebaut haben, also nicht die Reihenfolge war Jäger, Sammler, Dorf, Kultur, Dorf und Stadt und kulturelle Leistungen, sondern umgekehrt, dass der Jäger und Sammler bereits den Tempel baute und dann kam erst das Dorf, die Sesshaftigkeit, der Ackerbau und die uns bekannten Kulturleistungen. Naja, gut, heute gehen wir in die Gegenwart. Also wir verlassen diesen urverdenklichen Zeitraum, ich tue es mal beiseite, und sind dran an der Gegenwart. Also dem Thema, das Gegenteil einer tiefen Wahrheit ist auch wahr. Diesen Spruch hat getan Niels Bohr. Das war ein dänischer Physiker. Und ich halte euch mal hier ein Bild in die Kamera. So, das ist Niels Bohr in jungen Jahren, geboren 7. Oktober 1885 in Kopenhagen und gestorben am 18. November 1962 ebenfalls in Kopenhagen. Und er erhielt 1922 den Nobelpreis für Physik. Und dieser Niels Bohr hat eben den Satz gemacht, das Gegenteil einer tiefen Wahrheit ist auch wahr. Also dass eine Behauptung, eine Aussage, die, wie soll ich sagen, besonders bedeutend ist, dort soll sozusagen das
genaue Gegenteil auch wahr sein. Also eine äußerst seltsame Aussage. Und ich will jetzt im Folgenden so ein bisschen beleuchten, wie diese Aussage im Zusammenhang mit aktuellen Problemen politischer Art, moralischer Art zu tun haben könnte. Und auch gleich einen kleinen Exkurs in die Naturwissenschaft machen. Also insofern geht es jetzt los. Vollständig heißt der Satz von Niels Bohr: Es gibt einfache und tiefe Wahrheiten. Das Gegenteil einer einfachen Wahrheit ist bloß falsch. Und dann das Gegenteil einer tiefen Wahrheit ist auch wahr. Das ist überliefert von seinem Sohn Arge Niels Bohr, der 1975 selbst den Nobelpreis für Physik bekommen hat. Was könnte nun Bohr damit gemeint haben? Zum einen unterscheidet er zwischen einfachen Wahrheiten und tiefen Wahrheiten. Er sagt, eine einfache Wahrheit ist, davon ist das Gegenteil einfach schlicht falsch. Also die einfache Wahrheit, ich sitze hier, mache gerade das Video, das ist eine einfache Wahrheit. Und zu behaupten, ich würde jetzt nicht hier sitzen und das Video machen, ist einfach eine falsche, ganz offensichtlich falsche Behauptung, die sich im Grunde genommen selber widerlegt. Die ist so offensichtlich falsch. Also einfache Wahrheiten, da ist das Gegenteil davon einfach stumpf falsch. Aber was ist denn nun eigentlich eine tiefe Wahrheit? Was könnte er damit gemeint haben? Und da bin ich auf einige verschiedene Aspekte gestoßen, dieser Satz von Bohr, das Gegenteil einer tiefen Wahrheit ist auch wahr, Anwendung finden könnten. Zum Beispiel, wir haben einige Gegensätze schon kennengelernt. Video 13, Markt und Staat, der Gegensatz zwischen Markt und Staat, den man übertragen könnte auf einen Gegensatz zwischen Freiheit und Gleichheit, also freie Entfaltung gegen Gleichmacherei, Nivellierung. Und Video 17, 18, da hatte ich ja ausführlich dargestellt, einerseits die Entwicklung der Aufklärung, der Vernunft als Grundprinzip, als leitendes Prinzip für die Menschheit und umgekehrt dann aber auch wieder, dass der Durchbruch der Gefühle, das Hervorheben der Gefühle und der Bedeutung der Gefühle, also auch hier wieder ein klassischer Gegensatz zwischen Vernunft und Gefühl, zwischen Markt und Staat, zwischen Freiheit und Gleichheit. Also es gibt immer sozusagen gegenteilige Aussagen zu, wie soll ich sagen, ethischen Prinzipien. Wenn man das jetzt diesen Satz von Niels Bohr zum Beispiel den Gegensatz Verstand-Gefühl anwendet, könnte man zum Beispiel sagen, Vernunft ist wohltuend, Vernunft ist was Gutes und diese Aussage ist eine tiefe Wahrheit. Und wahr wäre das Gegenteil auch, wenn man sagen würde, ja, aber zu einer vernunftgeleiteten Person gehört aber auch das Gefühl. Er darf die Gefühle nicht völlig unterdrücken und als Größe völlig ignorieren. Das wäre dann sozusagen unvernünftig, beziehungsweise das wäre eben das Gegenteil, nämlich die Gefühle seien bei einem vernunftgeleiteten Menschen eben auch wahr. Und Gefühle eben auch wichtig. Das wäre so eine Übertragung des Satzes von Niels Bohr auf einen bereits uns bekannten Gegensatz Vernunft-Gefühl. Und es ist tatsächlich auch so, heute sagen manche, man muss eben auf vernünftige Weise vernünftig sein. Und das würde uns heute in unserer Zeit so ein bisschen fehlen. Also man müsse eben auch den Gefühlen Platz lassen, sonst wird die Vernunft zu einem Zwang, zu einer Unvernunft. Diesen Gedanken hatten schon die alten Griechen. Epikur ist hier so der Erste, auf den man sich eigentlich bei diesem Prinzip berufen kann. Nämlich, das ist er hier, Epikur, das ist eine Büste, die ist wohl, beziehungsweise die ich danach zeige, ist wohl tatsächlich aus der Zeit, wo Epikur gelebt hat, nämlich 341 vor Christus bis 271 vor Christus, also fast zeitgleich mit Aristoteles.
den wir eben in Video 7 und Video 16 kennengelernt haben, über das Losverfahren als Demokratieprinzip und zu der Frage, die Erde ist rund. Und die soll wohl ein Abguss oder eine Nachbildung sein einer griechischen Büste aus seiner Zeit, die von den Römern geklaut worden. Ich hatte euch erzählt, Sulla ist in Athen einmarschiert und hat erstmal alles da abgeräumt, was an Kulturgütern vorhanden war. Und dann ist diese sozusagen nachgebaut worden oder nachgeschlagen worden. Und hier habe ich noch ein anderes Bild von Epikur. So, also, und der sagte sozusagen auch, oder vorwegnehmend diesem Prinzip, das Gegenteil einer tiefen Wahrheit ist auch wahr. Er sagte, Mäßigung ist gut, also Mäßigung ist ein gutes Prinzip, ein gutes ethisches Prinzip, aber auch diese muss maßvoll sein. Also auch eine Ausschweifung, ein ordentliches auf den Putz hauen hat seinen Platz. Andernfalls wäre die Mäßigung eben, naja, ein diktatorisches Prinzip und im Grunde genommen gar keine Mäßigung mehr, sondern einfach eine Prinzipienreiterei. Dieser Epikur, der war Philosoph in Athen, hatte eine Schule, hatte sich ein Grundstück in Athen gekauft, hatte eine Schule gegründet und da konnten alle hingehen und bei ihm sozusagen hören, was er zu sagen hatte, diskutieren. Und diese Schule des Epikur in seinem Garten bestand bis 200 nach Christus. Sie erhielt sogar noch bis zu dieser Zeit durch Marc Aurel, den römischen Kaiser, den ich kurz mal erwähnt hatte in dem Video über die Völkerwanderung, wo er gegen die Germanen kämpfte. Also er hat diese Schule des Epikur bestand sehr, sehr lange, fast 500 Jahre und ist sehr bedeutend. Und er sagte eben, Mäßigung ist gut, aber selbst die Mäßigung muss wiederum mit Mäßigung betrieben werden, sonst wird sie zur Diktatur. Wenn wir das jetzt übertragen auf Kant zum Beispiel, ich hatte euch ja erzählt, dass er, ja, wie soll ich sagen, der Meister der Aufklärung war und gesagt hat, warum und weshalb man der Vernunft folgen soll. Der war auch in seinem Privatleben kein Sauertopf, also der hat sogar Ärger mit der Obrigkeit bekommen. Er hat nämlich ordentliche Feste gefeiert und dann hat er, ja, musste die Polizei einschreiten, weil er eben so auf den Putz gehauen hat. Also der Meister sozusagen der Vernunft hat sich da an Epikur gehalten. Also die Vernunft alleine ist, kann kein lebensbestimmendes Prinzip sein. Also Epikur sozusagen der Vorreiter dieses Gedankens. Man muss hier jetzt im konkreten Fall hinsichtlich der Mäßigung muss man eben seinen Neigungen folgen, seinem Glück, sagt er. Auch das auf den Putz hauen gehört dazu. Aber eben sagt er auch wiederum, man muss seinen Neigungen, seinem Glück jetzt nur nicht wie ein Kind verfolgen, also so störrisch und hartnäckig und verbohrt und verbissen und nur Lust betont, sondern er sagt, Einsicht und Spaß am Leben, das sind so die zwei Kombinationen oder die Kombination, aus der sich eben ein erfülltes Leben ergibt und dem man nachfolgen sollte, dieser Kombination. Und er sagt, daher ist die Einsicht sogar wertvoller als die Philosophie. Die Einsicht oder der Einsicht entstammen alle übrigen Tugenden, weil sie lehrt, dass es nicht möglich ist, lustvoll zu leben, ohne einsichtsvoll vollkommen und gerecht zu leben. Also es ist nicht möglich, lustvoll zu leben, ohne gleichzeitig einsichtsvoll, vollkommen und gerecht zu leben. Ebenso wenig einsichtsvoll, vollkommen und gerecht zu leben, ohne lustvoll zu leben. Also die Kombination, man muss eben beides miteinander kombinieren. Die Streben nach Glück und aber die Vernunft, die Einsicht. Heute wird genau Gleiches, wie soll ich sagen, für notwendig gehalten. Ich habe hier kürzlich ein Buch gelesen, wo genau dieser Gedanke dann zum Ausdruck kommt, der Kombination von Gegenteilen,
von Vernunft und Gefühl, von Mäßigung und auf den Putz hauen. Solche Geschichten, solche Gegensätze nennt Robert Faller, so heißt der Autor dieses Buches hier, Erwachsenensprache über ihr Verschwinden aus Politik und Kultur. Ich halte es mal in die Kamera, Robert Faller. Das ist ein sehr interessantes Buch, hat mir viel Spaß gemacht beim Lesen, ist aber auch ein bisschen, naja, kompliziert. Also nur wer sich interessiert dafür, ich tue den Verweis, die Empfehlung in die Videobeschreibung. Robert Faller nennt dieses Prinzip von Epikur das Prinzip der Verdoppelung. Und für ihn folgt es aus der Frage, wofür es sich zu leben lohnt. Und er sagt eben, wir sind heute in einer Zeit, wo, sagen wir mal, dieses Prinzip, dass man aus zwei Gegensätzen eine Kombination finden muss, eine Anerkennung der jeweiligen Gegensätze, dass wir das ein bisschen aus den Augen verlieren und es dringend an der Zeit wäre, dieses Prinzip, das Gegenteil einer, das ist meine Interpretation, das Gegenteil einer tiefen Wahrheit ist auch wahr, wieder zur Anwendung zu bringen. Ich zitiere euch mal hier einen kurzen kleinen Abschnitt, was er so schreibt. Es geht ihm viel so um so Rauchverbot und Sprechverbote und Rücksichtnahmen, die uns auferlegt werden beim Sprechen, und dagegen geht er eben an und er sagt, denn nur wenn wir das tun, bekommen wir alle Formen von Teilvernunft, auf die wir gegenwärtig so sehr Rücksicht nehmen, ihren eigentlichen Sinn. Und nur wenn wir sie in dieser Frage, wofür lohnt es sich eigentlich zu leben, messen, hindern wir diese Form von Teilvernunft daran, sich in völlige Irrationalität zu verwandeln. Denn nur gemessen an dieser Frage haben teilvernünftige Prinzipien wie Sicherheit, Gesundheit, Umweltschutz, Kosteneffizienz und so weiter ihren partiellen Sinn. Nur eine Vernunft, die dieser Frage standhält, verdient ihren Namen. Und die Frage lautet eben, wofür lohnt es sich eigentlich zu leben? Wenn wir hingegen irgendeines dieser Prinzipien absolut setzen, wenn wir also zum Beispiel sagen, jetzt müssen wir sofort alles tun für die Gesundheit, dann kehren sich die Gesundheit gegen die Menschen und gegen das, wofür es sich zu leben lohnt. Dann ist es plötzlich nicht mehr so, dass die Gesundheit für die Menschen da ist und dass die Gesellschaft der Individuen darin unterstützt, gesund zu leben und sie dagegen absichert, durch Krankheiten auch noch in Armut zu verfallen. Vielmehr, wenn wir die Gesundheit absolut setzen und sie nicht messen an der Frage, wofür es sich zu leben lohnt, dann sind plötzlich die Menschen für ihre Gesundheit da und nicht die Gesundheit für die Menschen. Und dann beginnen die Individuen plötzlich der Gesellschaft Gesundheit zu schulden. In diesem Zustand befinden wir uns heute. Man könnte da so Diskussionen um den Versicherungsschutz in Verbindung bringen. Zum Beispiel sollen Leute, die riskante Lebensführung haben, Paraglider, Raucher, Alkoholiker, Dickleibige, sollen die sozusagen höhere Beiträge zahlen oder sollen die ganz rausfliegen aus der allgemeinen Versicherung, aus der Solidargemeinschaft derjenigen, die sich eben gegen Gesundheitsrisiken versichern. Also da wird sozusagen schon ein bisschen eine Lebensführungspflicht eingeführt oder die Helmpflicht beim Fahrradfahren. Das sind alles solche Fragen, solche aktuellen Gegenstände, um die sich hier dieses Thema dann kreist. Und weiter, die Frage, wofür es sich zu leben lohnt, deren Wortlaut ich eben juvenal entnommen habe, führt also zu dieser Figur der Verdoppelung. So nennt er dieses Prinzip der Verdoppelung. Alles, was wir an Tugenden, positiven Charaktereigenschaften, ethischen Prinzipien entwickeln können, müssen wir, glaube ich, in dieser Frage messen, weil sich die Dinge sonst nicht verdoppeln. Und wenn sie sich nicht verdoppeln, dann verkehren sie sich in ihr Gegenteil. Und dann wird die Höflichkeit unhöflich, der Geschmack wird geschmacklos, das Leben leblos und die Vernunft irrational. Wir müssen also vernünftig sein. Wir müssen also maßvoll Mäßigung betreiben. Das nennt er die Verdoppelung. Machen wir diese Verdoppelung nicht, ausgelöst oder Grund der Verdoppelung ist, dass man tatsächlich die Frage stellt, wofür
machen wir das alles hier? Wofür lohnt es sich eigentlich zu leben? Warum machen wir das Ganze hier? Wenn wir diese Verdoppelung also, die dadurch ausgelöst ist, durch diese Frage nicht machen, dann enden wir sozusagen in einer Tugenddiktatur oder könnten wir in einer Tugenddiktatur enden. Also ein ganz interessantes Buch, ein guter Autor und wer Lust hat, kann sich es ja mal anschauen. Also ich fand es ganz unterhaltend, was er hier so schreibt. Ähnliches gibt es mit dieser Verdoppelung oder das Gegenteil einer tiefen Wahrheit ist auch wahr in der Politik, wenn wir uns jetzt mal hier aufmalen, die sogenannte Hufeisentheorie. Das ist auch ganz interessant, hat auch so ein bisschen was mit dieser Verdoppelung zu tun. Ich hatte euch ja schon mal aufgemalt in dem Video über der Markt, der Staat und ein wohltuendes Unternehmen, wie man klassischerweise unterscheidet zwischen Markt und Staat auf einer, wie soll ich sagen, Skala. So hatte ich euch das. Hier ist der freie Markt und hier ist der Staat und die Bürger müssen sich nun per Wahlen entscheiden, sozusagen, wie viel, wenn hier die Mitte ist, wie viel soll der Staat sozusagen eingreifen, ausgleichend regulieren und wie viel soll dem freien Markt, dem Spiel der Kräfte, der Freiheit Platz gelassen werden. Und dann hat man eben hier verschiedene Möglichkeiten, wie man sozusagen die Sphäre des Staates und die freie Sphäre des Einzelnen dann definiert und abgrenzt voneinander und man kommt eben auf einer Skala auf einen bestimmten Punkt, auf den sich dann die Gesellschaft einigt. Und es ist nun so, dass gesagt wird, in dieser Hufeisentheorie, man kann, wenn man nun das auf sehr viele dieser Themen anwendet, zum Beispiel hier hätte man natürlich dann Freiheit und hier hätte man das Prinzip der Gleichheit, zwei Gegensätze. Oder, das Beispiel hatten wir ja auch schon, wenn wir hier das Gefühl ansetzen zum Beispiel, dann wäre der Gegensatz dazu die Vernunft. Das wird eben auch auf dieser Skala gestellt. Und die Hufeisentheorie sagt nun, wenn ich in eine Richtung sozusagen die eine Richtung zu sehr betone, dann tritt genau der gegenteilige Effekt ein. Also, wenn ich auf der Skala in Richtung Gleichheit gehe und immer die Leute sozusagen gleicher machen will, dann kriege ich nicht mehr Gleichheit, sondern ich kriege, je weiter ich in Richtung Gleichheit gehe, irgendwann immer mehr Ungleichheit. Das Gleiche würde passieren zum Beispiel, wenn ich in Richtung Freiheit gehe. Ich kriege nicht, wenn ich in Richtung Freiheit immer weiter voranschreite, immer mehr Freiheit, sondern am Ende führt die extreme Freiheit zur Unfreiheit. Und es ergibt sich sozusagen eine Skala, nicht mehr die nach rechts und links geht, sondern wie ein Hufeisen geformt ist. Das ist die Hufeisendarstellung sozusagen von gegensätzlichen Grundprinzipien, die, wenn ich zu sehr in die eine Richtung sie verfolge, dass ich dann eben in Extreme gerate, die geradezu einem Verlust an dem, was ich eigentlich erreichen will, nämlich mehr Gleichheit oder mehr Freiheit, mehr Staat oder ein freier Markt oder mehr Gefühl oder mehr Vernunft, dass das eben dann umschlägt in genau einen Verlust von dem, was ich erreichen will. Also hier Prinzip der Verdoppelung, weil die Kur zum Beispiel, auch wenn ich jetzt sozusagen hier diese Position einnehme, genau in der Mitte, dann würde Epikur sagen, ja, das ist alles auch schön und gut, die Mitte ist immer gut, aber ich muss auch hier maßvoll sein.
ich darf auch die Mitte sozusagen nicht übertreiben. Und das ist diese Hufeisentheorie, die finde ich ganz interessant. Und eben das ist auch, folgt dem Prinzip der Verdoppelung. Also ich muss vernünftig sein, also ich muss dem Gefühl Platz geben. Ich muss das Freiheit als Ideal haben, aber ich muss eben auch einem Gleichheitsgedanken Platz geben. Ansonsten verliere ich das, was ich eigentlich erreichen will, indem ich die Freiheit so hervorhebe als mein Leitprinzip. Gut, es gibt dann auch noch, wie soll ich sagen, phasenverschobene Verdoppelungen. Also so erkläre ich mir das so ein bisschen, was Georges Clemenceau, das war ein französischer Politiker, ein sehr berühmter, gesagt hat: Wer mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz. Wer es mit 30 noch ist, hat kein Hirn. Also was er sagt ist, naja, aufgrund des Temperamentes, der Erfahrung muss sich ein Mensch sozusagen, wenn er ein vollständiger Mensch ist, in seiner Jugend anders verhalten, als wenn er älter geworden ist. Das ist, finde ich, ein sehr interessanter Gedanke. Und zwar, wenn man es jetzt hier auf dieses Hufeisen überträgt, sagt er, naja, also wer in seiner Jugend aufgrund des Temperaments, aufgrund des Gerechtigkeitsempfindens nicht stark in Richtung Gleichheit tendiert und sagt, wir müssen den Reichen wegnehmen, den Armen geben, es ist ungerecht, dass die Armen da unten alle in Not leben und oben die saufen Champagner und fressen Hummer. Also da muss in der Jugend sozusagen ein Gerechtigkeitssinn herrschen, sonst hat man eben kein Herz, ist kein vollständig richtiger Jugendlicher. Wenn man aber dann ein gewisses Alter erreicht hat, muss man erkennen, dass die Menschen eben dann doch nicht gleich sind, dass die Menschen manchmal auch selbstverschuldet eben in ihrem Elend dann sitzen oder dass die Gleichheit eben letztlich, wenn man sie brutal zu Ende führt, eben zu Ungleichheit führt und jegliche Initiative erstickt. Also es muss sozusagen, sagt er, im Alter die Erkenntnis erwachsen, dass der Mensch eben unvollständig ist, dass der Mensch eben mit Mängeln behaftet ist und dass das hehre Prinzip der Gleichheit zu Ungleichheit und insbesondere auch zu Unfreiheit führt. Und wer das im Alter dann nicht erkennt und immer noch heißen Herzens für die Gleichheit aller Menschen kämpft, der ist halt ein bisschen dämlich und verkennt die Realität. Und insofern ist sozusagen der Ausspruch von Georges Clemenceau so ein bisschen, also in der Jugend muss man hier rüber, ordentlich hier rüber über die Stränge schlagen und im Alter muss man dann sozusagen wieder zurück in die andere Richtung gehen und die Gegenposition einnehmen. Also insofern ist hier das Prinzip der Verdoppelung, vernünftig sein, maßvoll Mäßigung zu betreiben, mit Verstand, Epikur, mit Verstand seinen Gefühlen folgen, seinen Lüsten folgen, mit Einsicht ein lustvolles Leben führen. Dieses Prinzip der Verdoppelung ist dort eben bei dem Spruch, mit 20 muss man Sozialist sein, sonst hat man kein Herz und mit 40 muss man, oder wer es mit 40 immer noch ist, ist blöd, hat kein Hirn. Dieser Spruch ist dann sozusagen das Prinzip der Verdoppelung, phasenverschoben. Das finde ich also eigentlich ganz, ganz interessant, wenn man das so in Verbindung miteinander bringt. Aber jetzt ist dieses Prinzip das Gegenteil einer tiefen Wahrheit. Freiheit ist auch wahr, Gleichheit hat auch seinen Platz. Man muss seine Vernunft folgen, darf das Gefühl aber nicht außer Acht lassen. Also das Gegenteil einer tiefen Wahrheit ist auch wahr. Dieses Prinzip hat aber nun Bohr ja als Physiker aufgestellt. Kann ich das jetzt einfach so als, ja, als Spruch nehmen, der sowas hier deutet, wie diese Hufeisentheorie oder wie Prinzip der Verdoppelung? Warum nicht schließlich der Epikur, dem wir den Spruch eben verdanken, Mäßigung muss man maßvoll betreiben. Dieser
Epikur war ja auch Physiker, 300 vor Christus. Also warum nicht? Warum soll man nicht dann einen aktuellen Physiker auch in diese Sozialgeschichten hier, ethischen Geschichten, politischen Geschichten übertragen können, wenn Bohr das nicht vielleicht sogar tatsächlich auch auf solche Fälle Anwendung wissen, gewusst, also anwenden wollte. Denn Epikur war eben Physiker, der sagte, die Welt besteht aus Atomen, ja schon mal interessant, deren Verbindungen, also Atome verbinden sich dann zu, was weiß ich, Molekülen, ja, Wasserstoffmolekülen, also ich bitte um Verzeihung, jetzt fängt also wieder an, der Sechserkandidat in Physik, Chemie und Mathe euch was da, genau darüber zu erzählen, also, aber ich gebe mir die größte Mühe. Und also Welt besteht aus Atomen und deren Verbindung, Moleküle, Wasserstoff, was es da alles so gibt und der Leere dazwischen. Ja, äußerst interessant, arg viel weiter ist man heute nun eigentlich auch nicht gekommen in der Physik. Späßchen. Die Atomarten sind endlich, die Atomkombination, also die Moleküle sind auch endlich, aber die Atomanzahl als solche sei unendlich. Und in der unendlichen Zeit sollen, so Epikur 300 vor Christus, in der unendlichen Zeit müssen alle Atomverbindungen schon mal vorgekommen sein. Vielleicht sogar parallel, sagt Epikur, oder so deutet man Epikur. Also gäbe es vielleicht sogar parallele Welten. Und das klingt ja so ein bisschen wie diese moderne Theorie der Paralleluniversen, die in der aktuellen Physik vertreten wird. Also Physik und Philosophie schließen sich nicht aus. Und auch Bohr hatte eben den Ausgangspunkt in der Physik. Und vielleicht hat eben diese Aussage nicht nur in der Physik besondere Bedeutung, sondern eben auch, wie meiner Meinung nach, wie dargestellt, eben in, wie sag ich das, im sozialen Leben. Aber jedenfalls kam Bohr vor einem physikalischen Hintergrund auf diesen Spruch, das Gegenteil einer tiefen Wahrheit ist auch wahr. Und zwar entwickelte der Bohr, ich muss das hier mal wieder aufmalen, entwickelte der Bohr ein bestimmtes Atommodell. Vorher war das Ernest Rutherford, ein englischer Physiker, hatte folgende Idee vom Atom, diesem kleinsten Teilchen, aus dem alles sich zusammensetzt. Er sagte, hier gibt es einen kleinen Kern, also das ist der Kern, der hat die Masse. Und außenrum gibt es Elektronen und diese Elektronen die haben eine negative Ladung und hier der Kern habe eine positive Ladung. So, das ist die vor der Tätigkeit von Bohr herrschende Meinung und Bohr sagte nun, na, das kann eigentlich nicht so ganz sein, dass, wenn hier diese Elektronen um den Kern so rumkreisen, diesen winzigen Atom, dann führt es zu Strahlung und zu Energieverlust. Also müssten diese Elektronen, die hier so rumschwirren, die müssten eigentlich über kurz oder lang in den Kern stürzen und das ganze Atom in sich zusammenfallen. Wenn da Strahlung rausgeht, aufgrund der Bewegung oder was auch immer, dann verlieren die an Energie, können sich hier sozusagen hier nicht mehr halten und müssten in den Atomkern stürzen und das wäre das Ende der Materie. Also, das sagt Bohr, also muss es irgendwas anderes geben. Warum gibt es aber dann Strahlung, die geht hier raus, aus der Materie, ohne dass das Atom in sich zerfällt. Und da kommt er eben auf eine Theorie, die sagt,
Das Elektron springt auf seiner Bahn hin und her, dadurch entsteht Strahlung und man kann über diesen Ablauf des Hin- und Herspringens aber gar keine genauen Aussagen machen, es sei nicht messbar. Also es hört sich fast schon ein bisschen wie eine Ausrede an, ne? Nicht messbar, wo gibt es denn sowas? Ist etwas sei nicht messbar. Also was er sagt, die Atom, wie üblich hier in der Mitte, Atomkern, der ist viel kleiner, das ist noch nicht alles. Also der Atomkern im Vergleich zur Hülle ist viel, viel kleiner, aber gut, ich kann es nicht anders darstellen. Und hier außen schwirren sozusagen die Elektronen rum und die würden einen Sprung machen. Dabei entsteht eine Strahlung nach außen, die man messen kann. Diesen Vorgang hier selber kann man aber nicht messen und das nennt man den Quantensprung. Das wird er vielleicht schon mal gehört haben, Quantensprung. Das wurde dann, dieser Quantensprung, dieser Begriff wurde übernommen in den allgemeinen Sprachgebrauch. Man spricht von Quantensprung, wenn etwas passiert, was nun eine bisherige Annahme, eine bisherige Entwicklung abschließt, beendet und etwas Neues, völlig Neues fängt an. Eine völlig neue Idee, eine völlig neue Handlung, eine völlig neue Sichtweise. Das ist ein Quantensprung im täglichen Sprachgebrauch und das kommt von Bohr, der dieses Bohrsche Atommodell gemacht hat und eben den Begriff Quantensprung einfügte, nämlich das Elektron springt, ohne dass man es messen kann und weiß warum und wieso und weshalb und dadurch entsteht Strahlung, die man dann tatsächlich messen kann. Das ist das Bohrsche Atommodell und da kommt der Begriff des Quantensprungs her. Und mit diesem Modell hier kann man ganz viel, also wie soll ich sagen, Erscheinungen erklären. Also da muss was dran sein an diesem Modell. Und dieses Modell, diese Idee des nicht messbaren Quantensprungs, der hier stattfinden soll, in dem winzig, winzig, winzig kleinen Atomkern, dieser Idee wurde weiterentwickelt von Bohr zusammen mit Werner Heisenberg. Das war ein deutscher Physiker und der entwickelte dann die Quantenmechanik. Da wird er vielleicht auch schon mal was drüber gehört haben. In aller Munde ist der Quantencomputer. Und dort in dieser Theorie, die zusammen mit Bohr, zusammen mit Heisenberg entwickelte, in dieser Theorie wird, wie man heute eigentlich als Praxis bezeichnet, muss es also bewiesen sozusagen, wird gesagt, dass es eben nicht so ist, dass das, was wir in der großen, in unserer Welt erleben an Zusammenhängen, dass das sich einfach in immer gleich, aber in immer kleineren Kombinationen und Systemen und Strukturen wiederholt bis in die untersten, kleinsten, messbaren Ebenen hinein, also die physikalischen Prinzipien, die fürs Weltall gelten, für unser Planetensystem, dass diese physikalischen Prinzipien auch eben gelten bis ganz runter, dass im Prinzip ein Atom funktioniert letztlich wie unser Sonnensystem, damit die Sonne, Atomkern, außenrum Planeten auf Bahn kreisen, Elektronen. Und so würde es einfach in der physikalisch immer weiter in die kleineren Ebenen der Welt hineingehen nach den gleichen Prinzipien. Nein, sagen die beiden, das ist falsch. In der Welt der ganz kleinsten, also der kleinsten Dinge, versagt die klassische Physik, sagen sie. Dort kann man nichts mehr messen, nichts mehr ist messbar. Nichts mehr ist sozusagen vorherbestimmbar, es bestehen nur noch Wahrscheinlichkeiten. Man kann nur noch sagen, dass irgendein Zustand in dieser Welt der kleinsten Dinge, die es überhaupt gibt, kann man nicht mehr messen. Dort bestehen nur noch Wahrscheinlichkeiten, wie dort die Zustände in einem bestimmten Augenblick vielleicht sein könnten. Zum Beispiel wird in dieser Quantenmechanik gesagt, Ort und Geschwindigkeit dieser kleinsten Teilchen, Quant nennt man diese kleinsten Teilchen, Ort und Geschwindigkeit sind nicht
mehr bestimmbar dieser kleinsten Teile. Es sei nicht mehr messbar. Das nennt man eine Heisenbergsche Unschärferelation. Aber das ist unwichtig. Wichtig ist jedenfalls in diesem kleinen Bereich, so die Theorie, sei es eben nicht mehr messbar. Ist irgendwie klingt das auch ein bisschen komisch. Es ist doch in unserer Welt, in unserer großen Welt, alles messbar. Eine Radarkontrolle, Auto fährt zu schnell, ich stelle ein Radar auf, messe das und gut ist. Dann weiß ich dort, in diesem Augenblick war das Auto 100 Meter vor der Ampel, war eben 20 Kilometer zu schnell. Also Ort habe ich und die Geschwindigkeit habe ich. Also wo soll denn da das Problem sein, wenn ich einfach immer tiefer reingehe? Aber sagen diese beiden, Bohr und Heisenberg, im Kleinsten ist es eben nicht mehr so. Also nehmen wir das Beispiel der Radarfalle. Angenommen, die Radarfalle misst den Ort der Geschwindigkeitsübertretung auf ungefähr einen Meter genau. Dann sagt die Quantenmechanik, ja, das ist alles in Ordnung. Da kannst du genau messen in diesen Größenordnungen, in unserer Riesenwelt. Kommen wir aber, da spielt die Quantenphysik keine Rolle. Kommen wir aber in den Bereich dieser kleinsten Teilchen, dann spielt es eine Rolle. Und der Unterschied zwischen unserer Welt und den kleinsten Teilen, wo diese Quantenmechanik dann zur Anwendung kommt, sind 18 Dezimalstellen. Also wenn wir hier sozusagen einen Meter Messgenauigkeit von der Radarkontrolle haben, hinsichtlich des Ortes, würde sich diese Quantenmechanik, also die Ungenauigkeit, dass ich nicht mehr sagen kann, wo genau befindet sich das Auto, erst dann eine oder bemerkbar machen, diese Messunfähigkeit, wenn ich eine Messgenauigkeit hätte, jetzt nicht von einem Meter, sondern von 0, und jetzt muss ich 18 Stellen abmessen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, jetzt habe ich 12 und jetzt habe ich so 3, 1, 2, 3, 1. Also, wenn ich also eine Radarfalle hätte, die nicht auf 1 Meter genau messen müsste, sondern auf 0,00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 
ist der Schirm, der sozusagen misst, was da hinten aufschlägt. Gut, und hier, das ist also nicht durchlässig. Und das, was ich sozusagen auf diesen Schirm abschieße, kommt nur an zwei Stellen durch. Und wenn ich jetzt eine Welle abschieße auf diese Apparatur, dann geht die Welle in diese Richtung und wirft hier hinten ein durchgehendes Streifenmuster auf den Bildschirm, diese Welle. Dies kommt daher, weil diese Welle ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Frequenz hat, eine gewisse Amplitude, einen gewissen Ausschlag. Und wenn ich die hier sozusagen durch die Schlitze durchschicke, hinter den Schlitzen, heben sich Wellen auf. Also ein Wellenberg trifft auf ein Wellental und beides gleicht sich aus. Kann man vielleicht, ich habe es selber nicht nachprobiert, kann man vielleicht ausprobieren, indem man einen Stein wirft und gleich daneben einen Stein, und man müsste eigentlich ins Wasser und müsste eigentlich beobachten, wenn die beiden Wellen aufeinander zugehen, dass und dann zufällig sozusagen ein Wellenberg auf ein Wellental trifft, dass dann eine flache Wasseroberfläche für einen kurzen Augenblick vorhanden sein müsste. Das ist so das Prinzip. Und deswegen, weil sich sozusagen hier in den Mittelteilen die Wellen gegenseitig aufheben, die durch die zwei Schlitze hier durchgehen, entsteht eben dieses Muster hier hinten von einer großen Anzahl von Streifen, wo eben die Wellen, Berge und Täler, die übrig geblieben sind sozusagen und nicht aufgehoben wurden, auf diesen Schirm dann schlagen. Gut, wenn wir ein Teilchen haben und schießen dann mehrere Teilchen in Richtung dieser Apparatur, sodass da manche durch die Schlitze fallen, dann haben wir ein völlig anderes Muster. Nämlich dann haben wir zwei, nicht Streifen, sondern zwei Gebiete, in denen die Teilchen auf dem Schirm dann hinterher aufschlagen. Logisch, wenn ich ein Teilchen habe, dann segeln manche gegen die Abschirmung, prallen ab, manche gehen durch den linken Schlitz, manche gehen durch den rechten Schlitz und schlagen dann hier auf dem Schirm eben auf, wie sie hier so durchgeschossen wurden. Eine ganz einleuchtende Verteilung dann auf diesem Schirm. Und jedes Teilchen, das auflegt, macht eben anders als so eine Welle, die hier so einen Strich macht, macht hier einen Punkt. Es schlägt nämlich an einer bestimmten Stelle auf den Schirm auf. Nun gut, wenn ich jetzt nun aber ein Quantenobjekt auf diesen Schirm schieße, dann sieht das ganz anders aus. Jetzt nehme ich mal Rot für ein Quant, also ein kleinstes aller Teilchen, Quant, so. Dann habe ich nämlich folgende kuriose Erscheinung. Ich habe fünf, jetzt um in diesem Beispiel zu sein, fünf Gegenden, auf denen Punkte erscheinen. Also ähnlich wie bei der Welle habe ich wohl Täler und Berge, die sich gegenseitig aufheben. Dadurch kommt ja die hohe Anzahl von Streifen sozusagen bei der Welle hier zustande. Und die hohe Anzahl habe ich auch. Aber die hohe Anzahl sind Gegenden, in denen punktförmige Spuren hinterlassen werden auf dem Schirm, wie bei einem Teilchen. Also das ist natürlich ein tolles Ding. Also was ist es nun? Welle oder Teilchen? Also es hat hier die Form von Streifen, wie bei einer Welle. Eine Vielzahl von Streifen, wie bei einer Welle. Also irgendwas mit Bergen und Tälern einer Welle muss es zu tun haben. Aber es ist punktförmig, also ein Teil schlägt auf, also kann es keine Welle sein.
halte ich eines dieser Spalten zu und ein Teilchen muss ja da durch, auf alle Fälle ergibt sich wieder ein anderes Muster. Also es ist eindeutig bewiesen, dass man sozusagen nicht sagen kann, was ein Quant ist. Es ist nicht messbar. Also es ist diese Dualität dieser Quanten. Man weiß nicht, ist es Welle oder ist es Teilchen? Es ist beides. Das Gegenteil einer großen Wahrheit, Welle oder Teilchen, ist auch wahr, Welle oder Teilchen. Also wenn ich sage, ein Quant ist ein Teilchen, dann ist aber auch wahr, dass ein Quant eine Welle ist. Sage ich, ein Quant ist eine Welle, ist aber auch wahr, dass ein Quant ein Teilchen ist. Also vielleicht kam Bohr auf diesen Satz aufgrund der Physik, aufgrund, dass er vielleicht damals schon geahnt hat, auf was die Quantenphysik eigentlich hinausläuft. Denn Bohr sagte, wenn man nicht über die Quantentheorie entsetzt ist, kann man sie nicht verstanden haben. Also sehr, sehr deutliche Aussage. Und er sagte auch, in der Quantenphysik ergab sich das dann, dass es sogar eine Fernwirkung zwischen den Quanten gibt. Also zwei Quanten, die hier irgendwo rumlümmeln in der Gegend, messe ich den einen, wirke ich auf den einen ein, um ihn zu messen, hat es Auswirkungen auf den anderen, wenn diese beiden miteinander verschränkt sind. Also das sind jetzt Bereiche, also keine Ahnung, aber Quantenmechanik ist ja wirklich auch, wie soll ich sagen, ein Gebiet, das Ganze ist natürlich mit Formeln unterlegt. Da verstehe ich noch nicht mal die Zeichen, die in diesen Formeln stehen. Also wie gesagt, ich mache es jetzt so laienhaft, stelle ich es halt da, so gut ich es kann. Also diese Verschränkung soll es wohl irgendwie geben und das ist natürlich, wie Einstein dann sagte, eine spukhafte Fernwirkung. Wie soll denn das gehen, wenn ich hier auf einem Teilchen irgendwas einwirke, wie soll denn auf dem anderen, auf das andere Teil, wie soll denn da eine Kraft übertragen werden, wie soll denn das funktionieren? Das geht gar nicht, denn das hier passiert zeitgleich, wirke ich hier ein, so nach der Quantenmechanik, zeitgleich wirkt sich das aus auf das andere Teilchen, das verschränkt ist mit dem ersten Teilchen. Also spukhafte Fernwirkung hat das Einstein genannt und außerdem hat er noch gesagt, zu solchen Geschichten hier, Gott würfelt nicht. Also es gibt nichts Unmessbares und es gibt nicht nur bloße Wahrscheinlichkeiten in diesen Kleinstbereichen, denn eben Gott würfelt nicht und setzt sich sozusagen nicht der Wahrscheinlichkeit aus, sondern Gott setzt sich hin und macht bestimmbare, messbare Systeme und nicht irgendwelche bloßen Wahrscheinlichkeiten. Aber diese Quantentheorie ist keine Theorie mehr, das ist Quantenmechanik, ist sozusagen etabliert. Man versucht Quantencomputer zu bauen, die genau diesen Effekt hier benutzen und die werden dann super schnell und es wäre wirklich ein Quantensprung für die Entwicklung der Computertechnik. Und dass Bohr diesen Spruch in Bezug auf die Quantenmechanik dann machte, ergibt sich letztlich aus einem Zitat, nämlich Bohr sagt, im Kopenhagener Institut, diesem physikalischen Institut, wo er arbeitete, im Kopenhagener Institut, wo in jenen Jahren eine Reihe junger Physiker aus verschiedenen Ländern zur Diskussion zusammenkam, pflegten wir uns in unseren Nöten oft mit Scherzen zu trösten, also in ihren gedanklichen Nöten, in ihrer Not etwas zu erklären, was sehr schwierig zu erklären ist. Also pflegten wir uns in unseren Nöten oft mit Scherzen zu trösten, unter denen das alte Sprichwort von den zweierlei Wahrheiten beliebt war. Doppelpunkt. Zu der einen Art Wahrheit gehören so einfache und klare Feststellungen, dass die Behauptung des Gegenteils offensichtlich nicht zu verteidigen ist. Die andere Art, die sogenannten tiefen Wahrheiten, sind hingegen Behauptungen, deren Gegenteil auch tiefe Wahrheit enthält. Welle, Teilchen. Vernunft, Gefühl. Einsicht, Lust. Das Prinzip der Verdoppelung. Vernünftig sein.
maßvoll Mäßigung zu betreiben, Verdoppelung. Das Gegenteil einer tiefen Wahrheit ist auch wahr. Also das kommt hier eben zum Ausdruck und es scheint wohl tatsächlich so, dass diese Begriffe genommen wurden, das Gegenteil einer tiefen Wahrheit ist auch wahr, um sozusagen hier sich zu trösten, dass man nicht feststellen konnte, ist nun ein Quant, ein Teilchen oder eine Welle, oder zumindest im Gedankenexperiment nicht feststellen konnte, ist ein Quant, ein Teilchen oder eine Welle, dann hatte man eben diese Formulierung da gewählt. Und warum soll man, wenn man zum Beispiel Epikur folgt, warum soll nicht so ein Spruch eines Physikers auch auf unsere, wie soll ich sagen, sozialen Probleme, unsere politischen Probleme übernehmen? Hufeisentheorie ist da das Stichwort. Ob das jetzt alles so genau zusammenhängt, Physik und dann dieser Spruch in der Mitte und dann Hufeisentheorie, Verdoppelungstheorie von Robert Pfaller, also weiß ich nicht. Aber ich finde, die Parallele ist doch ganz erstaunlich, dass ein Spruch sozusagen in der Mitte, den der Bohr rausgehauen hat, sowohl auf die Physik hier übertragbar ist, auch auf die Politik und moralische, soziale Themen. Also das finde ich schon sehr interessant. Jedenfalls sagt der Einstein zu Bohr, und das ist wirklich ein ganz reizendes Kompliment, Einstein, hier sieht man, da habe ich noch ein Bild, sieht man die beiden zusammen, ist glaube ich irgendeine Doktorfeier im Kopenhagener Institut, wo der Bohr dann Leiter war, da ist glaube ich eine Feier und da sieht man Einstein rechts, Bohr links, beide schön locker zurückgelehnt, Einstein raucht eine Zigarre, sichtlich fühlen sich beide wohl, beide mussten dann emigrieren, erst Einstein aus Deutschland und dann musste Flo Bohr wegen des deutschen Einmarschs in Dänemark im Zweiten Weltkrieg dann nach England oder nach Amerika und Bohr hat dann mitgeholfen, in Amerika Grundlagenforschung zu betreiben zum Bau der Atombombe, war dann aber wohl auch Gegner der Atombombe wie Einstein. Na jedenfalls, beide hier ganz gemütlich, Einstein die Hand hinterm Kopf, Zigarre in der Hand, Bohr locker die Hand in der Hosentasche, also sichtlich amüsieren sich beide und Einstein macht, wie gesagt, ein äußerst reizendes Kompliment über Bohr. Er sagt nämlich, Bohr ist ein wahrhaft genialer Mensch. Ein Glück, dass es sowas überhaupt gibt. Ich habe alles Vertrauen zu seinen Gedankengängen. Wer sowas über einen anderen sagen kann, der lobt ihn schon sehr. Und einer dieser Gedankengänge von Bohr ist eben, das Gegenteil einer tiefen Wahrheit ist auch wahr. Und über diesen Spruch eines Mannes, zu dessen Gedankengängen Einstein tiefes Vertrauen hat, über diesen Spruch, denke ich, muss man in vielen Lebenslagen mal nachdenken, wenn man vor die Entscheidung gestellt ist, mit welcher Gewalt, mit welcher Kraft, bis zu welchem Extrem ich ein bestimmtes Prinzip durchsetzen will, ist denn nicht auch das Gegenteil meines Prinzips, dem ich gerade folge, nicht doch auch wahr, wenn mein Prinzip so wichtig ist und eine tiefe Wahrheit darstellt. Gut, liebe Freunde, das war's. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis demnächst. Tschüss.